Geld ansparen ist schon ein Prozess, der ein bisschen, rechnet mal damit, ihr macht jeden Tag die eine Quest, dann würdet ihr so jeden zweiten, jeden dritten Tag euch ein Kartenpack kaufen können, ja. Dauert ein bisschen, ist klar. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es komplett unfair ist, wie man das von einigen Handygames kennt, ja, wo man jahrelang warten muss, bis irgendein beschissenes Gebäude endlich mal fertiggestellt wurde oder bis man die tolle Superwährung da wieder eine Superwährung bekommen hat, so wie man das aus Handyspielen kennt. Ja, deswegen spiele ich sie auch nicht. Das geht hier doch alles schon ein bisschen fairer ab, würde ich mal sagen. Fairer zustande. Wie komme ich noch an Kartenpacks? Beziehungsweise, wie komme ich noch an Karten, ja? Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das Spiel anfängt, habt ihr ja... Moment, ich muss zurück. Gehen wir nochmal hier auf... ich kann ja hier gucken. Hier sehen wir alle Helden. Und ihr seht... Moment, wo kann ich das denn sehen? Das konnte ich hier sehen, Moment. Das konnte ich ja gerade hier sehen, genau. Ihr seht, je öfter man mit einer bestimmten Klasse spielt, desto höher steigt man auch in der Klasse. Ja, ich spiele sehr oft den Paladin, deswegen bin ich mit Paladin schon auf Level 44. Und ihr steigt immer höher, eine Stufe höher. Das dauert natürlich dann in den späteren Stufen immer länger, bis ihr eine Stufe höher gestiegen seid. Wie steigt ihr eine Stufe höher, indem ihr einfach mit der Klasse spielt? Jedes Mal, wenn ihr mit dieser Klasse Paladin spielt, kriegt ihr quasi eine gewisse Anzahl von Erfahrungspunkten, nenne ich das mal. Und kriegt auch Belohnung dafür, ja. Solltet ihr ganz am Anfang anfangen, das Spiel zu spielen, dann befinden sich all diese Klassen noch auf Level 0. Und jetzt kommt ein Kniff. Jede Klasse besitzt Karten, die nur diese eine Klasse benutzen kann. Ich habe euch ja schon erzählt, ein Deck besteht aus 30 Karten. Und diese 30 Karten stellt man sich zusammen aus einer Kartensammlung, die man besitzt. Ja? Am Anfang besitzt ihr bestimmte Karten schon automatisch, die jeder Spieler von Anfang an hat. Aber die restlichen Karten müsst ihr euch durch Sammeln oder durch Öffnen von Kartenpacks so allmählich quasi eurer Kartensammlung hinzufügen. Ihr erstellt euer Deck hat 30 Karten. Und es gibt nochmal extra Karten, die nur ein Held benutzen kann. Zum Beispiel der Paladin. Ich habe ihn gerade ausgewählt, der Paladin. Und diese Karten, die ihr jetzt hier seht, auf diesen Seiten, diese Karten kann nur ein Paladin benutzen. Ja? Mit einer anderen Klasse könnte ich diese Karten, die ihr hier gerade seht, nicht benutzen. Diese Karten sind ausschließlich Paladin-spezifisch, ja, sag ich mal. Dann gibt es aber wiederum sehr viele Karten, und zwar die neutralen Karten, die in jedes Deck genommen werden kann. Ganz egal, welchen Helden ihr benutzt, diese Karten könnt ihr in jedes Deck reinpacken. Und ihr seht schon, es sind ausschließlich Diener. Ganz genau so ist es. Die neutralen Karten, die es gibt, sind ausschließlich Diener. Zauberkarten sind alles Karten, die spezifisch, die quasi klassenspezifisch sind. Ja? Der Paladin hat seine eigenen Zauber und natürlich auch ein paar eigene Waffen und ein paar eigene Diener. So wie auch der Magier ein paar eigene Zauber hat. Ja, man kennt den Magier, der Magier hat immer besonders viele Zauber auf Lager. Und so weiter und so fort. Und so fuchst man sich quasi allmählich in das Spiel rein, bastelt sich seine verschiedenen Decks mit den unterschiedlichen Klassen. Ihr seht, hier rechts habe ich schon mal meine Decks. Ich habe ein Priester-Deck, das ich aber nicht oft spiele. Ich habe ein Mildruiden-Deck. Was ist ein Mildruiden-Deck? Ein Mill-Deck ist ein Deck, das quasi nur darauf aus ist, dass der Gegner irgendwann zu dem Zeitpunkt gelangt, dass er keine Karten mehr im Deck hat und alle seine Karten schon ausgespielt hat. In dem Moment, habe ich euch ja vorher auch schon erklärt, in dem Moment erhält
der Held dann nämlich, anstatt eine Karte zu ziehen, Schaden. Und darauf ist ein Mildeck aus, dass der gegnerische Held stirbt aufgrund dessen, dass er keine Karten mehr hat. Ja, es ist ein fieses Deck. Es ist aber ein Deck, das ich nicht oft spiele. Es ist quasi eine Art Fun-Deck. Irgendwann werde ich euch das sicherlich zeigen. Ich habe ein Schurken-Deck. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht zeigen. Schon lange nicht mehr gespielt. Momentan muss ich sagen, ich spiele sehr, sehr oft momentan eigentlich fast nur den Paladin. Ja. Hier habe ich auch noch ein anderes Paladin-Deck. Ein Paladin-Deck, das auf Ansturm setzt. Werde ich sicherlich euch mal zeigen. Da bastle ich noch dran. Es ist gar nicht so einfach. Also es ist quasi ein Deck, das viele Diener benutzt, die Ansturm haben. Ihr merkt, ihr habt es ja vorhin gehört, Ansturm-Diener sind Diener, die sofort angreifen können, sobald sie ausgespielt werden. Ich versuche da quasi momentan ein Deck zu basteln, das viele Ansturm-Diener benutzt in Kombination mit Gottesschild. Heißt, ich bringe den Diener sofort aufs Feld, verleihe ihm Gottesschild und kann direkt irgendeinen gegnerischen Diener eintraden oder angreifen, ohne dabei selbst drauf zu gehen, ja, denn das ist auch nochmal eine Sache. Viele Diener sind gut, viele Diener sind dann wieder schlecht. Zum Beispiel dieser Diener hier, Irwisch, kostet zwar nur 0 Mana und hat einen Angriff, ein Leben, aber ihr werdet irgendwann merken, die Karte braucht kein Schwein, genauso wie die Zielattrappe, ja, auch eigentlich kein Schwein braucht, es sei denn, ihr spielt schon wirklich eine Hardcore-Variante eines bestimmten Decktyps oder einfach irgendein Fun-Deck. Da werden diese Sachen schon mal benutzt. Ansonsten werdet ihr dann mit der Zeit sicherlich lernen, welche Karten gut sind, welche nicht. Hier sehen wir mal die unterschiedlichen Sachen. Und zwar seht ihr, dieser Held hat hier keinen Edelstein. Und ihr seht, dieser Held hat einen Edelstein. Und der Held hat auch einen Edelstein. Und finde ich noch einen anderen. Jedenfalls, genau hier, der hat auch einen Edelstein, ja. Ihr seht es. Der Edelstein sagt aus, welche Seltenheit eine Karte hat. Ja, diese Karte hier, die ist, oder diese Karte hier, das ist eine stinknormale Karte. Finde ich hier irgendeine Karte, zum Beispiel R, die kann man, das ist halt eine stinknormale Karte einfach, ja. Genauso wie R auch stinknormale Karte ist, weil er diesen weißen Edelstein hat. Das sind also die, ich sag mal, die normalsten Karten. Die sind nicht wirklich selten. Diese Karten, die keinen Edelstein haben, sind die Karten, die ihr sowieso zu Anfang sowieso schon besitzt. Die müsst ihr nicht erst durch Kartenpacks ziehen. Diese Karten besitzt ihr sowieso schon von Anfang an. Die Karten mit den weißen Edelsteinen besitzt ihr nicht von Anfang an, haben aber die genau gleiche Seltenheit wie die Karten hier, ohne Edelstein, nur dass ihr sie nur durch Packs bekommt. Der Beutehamsterer zum Beispiel oder die Blutsegelräuberin. Die Karte hier ist eine epische Karte, weil die einen violetten Edelstein besitzt. Die ist dann weitaus seltener als der Beutehamsterer, beziehungsweise weitaus wertvoller. Der hier hat einen blauen Edelstein, der ist seltener als die weißen Edelsteine, allerdings weniger selten als der violette Edelstein. Und dann gibt es auch noch die legendären Karten. Die müssen hier hinten irgendwo sein, da sind sie. Die legendären Karten sind orange, die besitzen einen orangen Edelstein. Und die legendären Karten kann man nur ein einziges Mal in ein Deck reinnehmen. Das ist der Clou an der ganzen Sache. Gut. Was erzähle ich euch noch? Ich habe gerade rechts auf so eine Karte drauf geklickt und ihr habt es schon gesehen. Was ist denn das hier unten eigentlich? Was ist das? Ja, wenn ihr Karten durch Packs bekommt, dann kann es ja dazu kommen, dass ihr zum Beispiel den Zauberbrecher hier plötzlich schon dreimal habt. Aber einen Zauberbrecher kann man ja maximal nur zweimal in ein Deck reinnehmen. Wozu brauche ich die Karte dann noch ein drittes Mal? Ganz genau. Und deswegen könnt ihr dann die Karte, dadurch, dass ihr sie dreimal besitzt, einmal entzaubern. Wenn ich diese Karte entzaubern würde, würde ich 5 Arkanstaub bekommen. Momentan habe ich hier unten insgesamt 135 Arkanstaub. Ich würde 5 Arkanstaub bekommen.
Was bringt mir Arkanenstaub? Ich kann mir mit Arkanenstaub gezielt Karten herstellen, die ich gerne haben würde. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe mir Kartenpacks, um an neue Karten zu kommen, oder ich stelle mir genau die Karten, die ich haben möchte, her mit Arkanenstaub. Ja. Heißt, ihr entzaubert Karten, die ihr sowieso schon dreimal habt oder die ihr nicht braucht. Entzaubert ihr. Manche kann man nicht erzaubern. Das sind diejenigen, die keinen Edelstein haben, die sowieso schon von Anfang an da sind. Je nach Seltenheit kriegt er natürlich immer mehr. Für ihn kriege ich nur 5 Arkanenstaub. Er ist seltener, weil er einen blauen Edelstein hat. Für den würde ich schon 20 Arkanenstaub bekommen. Aber ihr seht es auch, es würde genauso viel kosten, den auch herzustellen. Ja? Nehmen wir mal ihn hier. Den könnte ich für 40 Arkanenstaub herstellen. Den mit dem blauen Edelstein, da bräuchte ich schon 100 Arkanenstaub. Den epischen, wo ist ein epischer? Bräuchte ich schon 400 Arkanenstaub. Und ihr seht es, wenn ich den erzaubere, kriege ich aber nur 100. Ich kriege also immer nur, wenn ich eine Karte entzaubere, quasi nur ein Viertel von dem, was ich eigentlich brauchen würde, um sie zu erstellen. Jedenfalls ist es bei der epischen Karte so. Bei der seltenen Karte ist es ein Fünftel. Bei der legendären Karte ist es am meisten. Hier wird es gerade nicht angezeigt. Ich kann aber den Herstellmodus wechseln. Da müssten eigentlich welche sein, die ich noch nicht habe. Hier die Bestie zum Beispiel. Das ist auch wieder ein Viertel. Gut. Da bräuchte ich 1600 Arkanenstaub, ja. Was ich euch verraten kann, Arkanenstaub zu sammeln dauert wesentlich länger als Gold zu sammeln. Also wirklich wesentlich länger. Die legendären Karten sind natürlich die ganz guten Karten, ja, die man unbedingt haben möchte. Aber bis man so eine mal herstellen kann, bis man die 1600 Arkanenstaub hat oder das Glück hat, in einem Pack eine legendäre Karte zu ziehen, das dauert. Ja, das dauert, man sieht es schon an mich. Ich spiele schon mehr als ein Jahr Hearthstone. Zwar nicht wirklich komplett regelmäßig, aber ich spiele es und habe nicht mal ansatzweise viele legendäre Karten. Ja, ich habe mir nur die legendären Karten gebastelt, die ich wirklich haben will. Deswegen spiele ich auch fast grundsätzlich nur den Paladin, weil ich mir extra für ein Paladin-Deck quasi meine legendären Karten erstelle. So, kaufen wir uns ein Kartenpack. Wie viel sind denn da drinne von Dienern? Fünf Karten erwarten uns in einem Kartenpack, wovon mindestens eine selten ist. Ja, heißt, im besten Fall haben wir sogar 3 seltene Karten drin oder sogar eine legendäre Karte. Aber im schlimmsten Fall haben wir, beziehungsweise im normalsten Fall eigentlich, 4 Karten der Seltenheit normal und eine Karte der Seltenheit selten. Mit einem blauen Edelstein. Ja. Es wird garantiert, dass immer eine seltene Karte dabei ist. So viel dazu. Jetzt kann ich euch nochmal das Menü hier erklären. Es gibt verschiedene Spielmodi. Und zwar Spielen.